Die Hauptaufgaben des Konstrukteurs sind Zeichnungen oder 3D-Modelle von Einzelteilen oder Baugruppen für Maschinen, Geräte oder Anlagen am Computer zu modellieren. Etwas vom Schönsten, was ich finde, Konstrukteur zu sein, ist die Kreativität, die man noch an dem Beruf hat. Natürlich kriegt man die Aufträge von den Arbeitgebern und muss nach gewissen Vorschriften arbeiten. Aber neben dem hat man noch genug Freiheiten, um auch selber entscheiden zu können, was wie wo genau ist. Auch etwas, was ich sehr schön finde, ein Konstrukteur zu sein, ist ein Teil, den man selber konstruiert hat, in einer Maschine zu sehen, die bald verkauft und in Betrieb genommen wird. In meinen Augen ist die Firma einfach super. Jeder ist hilfsbereit, Fragen werden schnell und verständlich beantwortet und dazu ist das Arbeitsklima auch sehr angenehm. Im ersten Lehrjahr ist man in der Oerlikon Balzers, um die Grundlagen des Berufs kennenzulernen. Man lernt auch das Herstellen von simplen Bauteilen in zwei Werkstattpraktiken, damit man auch einen kleinen Einblick in den Beruf Polymechaniker hat, weil die Berufe Hand in Hand miteinander funktionieren. Um Konstrukteur zu werden, braucht man sehr viel Kreativität, gute Mathekenntnis und man muss gerne im Büro arbeiten.